Gute und herzlich willkommen zur Stecklingsbox. Mein Ziel ist es ja irgendwann, meine Streuobstwiese mit einer Hecke zu umgeben. Da ich so wenig Geld wie möglich für diese Hecke ausgeben möchte, versuche ich mir, meine Heckenpflanzen selbst durch Stecklinge heranzuziehen. Und jetzt mache ich mir mal so eine Stecklingskiste. Da habe ich eine durchsichtige Kiste mit Deckel. Die werde ich jetzt mit Perlit befüllen und dann meine Stecklinge in die Kiste setzen. Dazu gebe ich jetzt ungefähr 1 Liter Wasser, dass ich die Perlite vollsaugen kann. Vielleicht besser 2 Liter. Den Zuschnitt der Stecklinge kann man entweder mit so einer Reb- bzw. Rosenschere machen oder ich mache das eigentlich im Regelfall, wenn es nicht gerade dicke Äste sind, mit meinem Okuliermesser. Egal welches Werkzeug, wichtig vorm Zuschnitt desinfizieren, dass nicht irgendwelche Krankheitserreger, die sich an den Schneiden befinden, auf das neue Holz übergehen. Jetzt habe ich hier meine Haselnussstecklinge, ist einjähriges Holz. Die schneide ich mir jetzt noch zu. Ich schiebe jetzt meinen Steckling mal neben die Box, um zu gucken, wie lange ich ihn brauche. Am besten drehe ich ihn so rum, ich mache nur Kopfstecklinge. Dann wäre quasi hier der Steckling fertig. Beim Schneiden gehe ich dann hier unterhalb dieser Knospe auf die gegenüberliegende Seite und ziehe das mit einem Schnitt. Also nicht irgendwie rumsäbeln, sondern mit einem sauberen Schnitt ab. Und das stecke ich dann in die Kiste. So sieht das Ganze dann in der Box aus. Jetzt habe ich hier die ganzen Johannisbeersstecklinge von meiner Gartenaktion. Vielleicht wieder, hm? Ja. Ja, hier kann man ganz gut erkennen, zweijähriges Holz und ab hier beginnt dann das einjährige Holz. Ich nehme jetzt hier für meine Stecklinge nur das einjährige Holz, deswegen schneide ich unterhalb von diesem Auge. Gehe ich wieder mit meinem Okuliermesser auf die andere Seite, gegenüberliegend des Auges und ziehe es in einem Zug durch, dass ich immer eine saubere Schnittkante habe. Also wenn man das hier so 3-4 Mal hoch und runter säbeln muss wie so ein tollwütiger Pirat, ist das Messer zu stumpf. Und so sehen die Stecklinge dann im Perlit aus. Die Stecklingskiste stelle ich jetzt einfach in meine Growbox und werde die natürlich alle paar Tage kontrollieren. Hier meine Stecklingskiste, da sind mittlerweile Haselnuss, Johannisbeer und Holunder drin. Hier kann man schon sehen, wie die Johannisbeeren schon beginnen auszutreiben. Oder hier an dem Haselnussstecklingen kann man auch schon die Blüte sehen. Ich habe hier jeweils 3 Stecklinge vom Sundown geschickt bekommen. Einmal männlich und einmal weiblich und ganz nobel sogar noch Bewurzelungshormone dazu. Gegenüberliegend vom Auge noch ein Zug, in einem Zug immer abschneiden, das sind die weiblichen. Gegenüber vom Auge nehmen wir das hier, ein Zug, zack, mal auf das Bewurzelungshormon. In der Anleitung steht, viel hilft hier nicht viel. Bin eigentlich voll der Typ von viel hilft viel, aber wenn das so drin steht, man soll das einfach nur ganz leicht reintupfen und dann abklopfen. So sieht es dann aus. Bin gespannt. So, und jetzt kommt es hier rein. Jetzt mal so reingetaucht und den Rest klopfe ich wieder ab. Wieder rein mit der. Am Reinstecken ins Perlit immer vorsichtig sein, da die doch ziemlich dünn sind, nicht, dass sie abknicken. Jetzt auf dieser Seite die männlichen, das klebe ich mir jetzt noch mit dem Tesastreifen auf die Kiste, beziehungsweise ich schreibe mir das auf Tesagrep, 3 mal männlich. Klebe ich mir jetzt gerade hier hinten
an die Stecklingsbox ran und dann weiß ich, dass das auf der Seite die drei männlichen sind. Und die kommen jetzt auch wieder hoch in die Box. Hier habe ich jetzt noch ein Paket Stecklinge vom Jan zugeschickt bekommen. Vielen Dank hierfür, lieber Jan. Ich habe jetzt doch schon einiges an Stecklingen selbst gefunden und auch ganz viel von euch geschickt bekommen. Vielen Dank an alle, die mir was geschickt haben. Ich brauche aber für meine wilde Hecke noch ganz viele Stecklinge und Sämlinge. Also wer noch irgendwas hat, was er entbehren kann, Poddo würde natürlich ich übernehmen, kann mir es gerne zuschicken. Schreibt mir es doch einfach unten in die Kommentare. Jetzt fangen wir das Ding vom Jan mal aus. Sind schon mal eine Menge, sehr geil. Haben wir einmal Schneebeere, grüne Haselnuss, rote Haselnuss, rosa Tifolia, kenne ich gar nicht. Cranberry, weiß ich auch nicht, was das ist. Und Holunder. Cool, cool. Und dann ist die Kiste hier auch schon relativ voll. Deckel drauf und ab in die Kiste. So, die Stecklinge, die am längsten in der Box drin sind, sind die Johannisbeeren. Die sind jetzt 22 Tage hier drin in der Box, sind auch schon kräftig am Austreiben. Bei der hier zum Beispiel kann man jetzt richtig gut schon auch Luftwurzeln sehen. Ich bin gespannt, ob die im Substrat jetzt auch so aussehen. Deswegen werde ich jetzt mal eins oder zwei aus dem Substrat rausholen, um die Wurzeln dort zu kontrollieren, beziehungsweise ob es dort schon Wurzeln gibt. Ich lockere jetzt das Substrat ein bisschen auf, falls schon Wurzeln vorhanden sind, dass ich nicht unnötig irgendwas zerstöre. Dann probiere ich mal den ganz vorsichtig rauszuziehen. Also, super. Also hier sieht man jetzt ganz gut, es haben sich auch schon unten am Stiel Wurzeln gebildet. Sind jetzt so teilweise 1,5 cm lang und ich denke, das ist jetzt lange genug, dass ich ihn in Substrat topfen kann. Hier ein Becher, natürlich Löcher unten drin, dass das Wasser abfließen kann und hier kommt jetzt mein Steckling rein. Ich stelle ihn jetzt ganz runter, dass er so weit wie möglich im Substrat drin ist und fülle es mit meinem selbst gemischten Anzuchtsubstrat locker auf. Wie ich das Anzuchtsubstrat gemacht habe, das verlinke ich euch oben in der Infobox. Könnt ihr mal ins Video reinschauen, wenn ihr Lust habt. So. Gut mittig. Ich habe jetzt hier für meinen Steckling bewusst ein durchsichtiges Gefäß gewählt, weil dann kann ich das Wurzelwachstum kontrollieren. Ich kann euch das mal zeigen, zum Beispiel, Moment, hier bei meinem Brown Turkey Steckling kann man ganz gut sehen, wie die Wurzeln wachsen. Also der ist bald reif zum Umtopfen in den nächstgrößeren Topf. Die Luftwurzeln hier, die werden jetzt dann nach und nach einfach vertrocknen. Durch das, dass der in der Box drin war, ist er jetzt noch nicht akklimatisiert. Deswegen bekommt er dann, wenn er angegossen ist, noch so einen Deckel oben drauf, dass er sich an die neue Umgebung in Ruhe gewöhnen kann. Dann wird er wieder angegossen. So, also die Johannisbeeren, die haben schon ganz gut gewurzelt. Ich werde jetzt auch mal zur Kontrolle vielleicht hier so ein Holunder rausholen. Die Holunder-Stecklinge sind noch nicht so lange drin wie die Johannisbeeren. Ich denke, hier wird sich noch nicht viel getan haben. Ja, wie ich mir es gedacht habe, also hier am Holunder sieht man noch gar nichts von Wurzeln. Man kann es hier ganz gut sehen, am Feuerdorn, der treibt auch oben schon kräftig aus. Aber hier wird noch keine Wurzelbildung stattfinden. Der ist jetzt knapp 2 Wochen im Substrat. Bevor ich jetzt hier nochmal den raushol und gucke, da warte ich jetzt lieber noch 1-2 Wochen. Da bin ich mir dann relativ sicher, dass dann doch auch Wurzeln vorhanden sind. In dem Holunder entwickelt sich sogar schon eine Blüte. Aber der hat auch noch keine
Wurzeln. Bleibt auch noch etwas im Substrat. Das war die erste Kiste. Mittlerweile gibt es schon 3 Stück mit Stecklingen für meine wilde Hecke. Können wir mal noch einen Blick in die zweite reinwerfen. Hier tut sich doch auch schon einiges. Bei der Weide, die schlägt kräftig aus. Hier hinten Holunder, hier ist auch wieder Weide. Die sind alle auch schon kräftig am Ausschlagen. Hier am Sanddorn sieht man schon langsam einen ersten Austrieb. Aber hier ist noch nichts länger als 2 Wochen in der Kiste. Hier werde ich noch warten. Oh, hier hinten stehen sie jetzt. Zwischen Chili und Feigen. Feigen über Stecklinge vermehren, das funktioniert auch einwandfrei. Gibt es auch demnächst ein Video dazu. Hier zum Beispiel das eine Brown Turkey. Das ist eine relativ robuste und frostfeste Feige. Relativ in Anführungsstrichen. Also die will ich dann auch probieren, bei mir im Garten zu kultivieren. Die ersten Johannisbeer-Stecklinge sind jetzt schon ins Substrat umgezogen und ich bin gespannt, wie sich das alles so weiterentwickelt. Also die Bewurzelung in Perlit, das funktioniert einwandfrei, gibt keine Sauerei, nirgends Schimmel. Also ich habe das schon öfters probiert, direkt im Substrat. Bei einigen meiner Feigenstecklinge hatte ich mehr Probleme mit Schimmel. Die waren im normalen Erdsubstrat, war aber wahrscheinlich zu feucht. Aber im Perlit, muss ich ganz ehrlich gestehen, ist jetzt keine Spur von Schimmel und es funktioniert einwandfrei. Was noch ein Vorteil ist vom Perlit, finde ich, dass das relativ grobkörnig ist, dass sich die Wurzeln nicht so sehr verbinden. Weil wenn ich also schon Stecklinge in der Erde bewurzelt habe, wenn die dann schon einiges Wurzelmaterial entwickelt haben, bekommt man die relativ schwer aus der Erde raus. Und das ist halt beim Perlit überhaupt nicht. Das kann man ganz einfach nach oben rausziehen. Da ich meine Hecke so abwechslungsreich wie möglich gestalten möchte, vor allem mit einheimischen Gehölzen, brauche ich noch ganz viele Stecklinge. Also wenn jemand noch irgendwas Tolles Einheimisches im Garten hat und mir Stecklinge anbieten kann, gerne zuschicken, einfach unten in die Kommentare schreiben. Ich melde mich dann bei euch. Wäre echt eine geile Sache. Dem einen oder anderen ist vielleicht aufgefallen, hier in der Box ist eine neue Beleuchtung eingezogen. Da wird es in einem der nächsten Videos drum gehen. Ich habe jetzt von den 15 Watt LED-Panels auf die Leuchtstoffröhren gewechselt. Bis jetzt bin ich echt begeistert von den Leuchtstoffröhren, aber hierzu in einem der nächsten Videos. Um es nicht zu verpassen, abonniert doch einfach meinen Kanal. Hat euch das Video heute gefallen, würde ich mich wie immer über einen Daumen hoch freuen. Haut rein, bis zum nächsten Mal.